so schnell sieht man sich wieder. Vielen Dank. Ja, mein Finaltext ist ein Text, den ich nicht sehr oft mache, aber heute habe ich Lust drauf. Es geht um Slam. Und ja, es wurde gerade eben gesagt, dass sehr viele Texte heute auswendig vorgetragen wurden. Das hat einen bestimmten Grund, der wird auch im Text erwähnt. Ein bisschen polemisch, aber gut. Genau, Sie müssen für den Text nicht viele Dinge wissen. Sie müssen wissen, wer Julia Engelmann ist. Sagt Ihnen das etwas? Seine Poetry Slammerin. Und sie hat einen sehr bekannten Text, One Day Baby. Das müssen Sie auch wissen. Und sie hat auch einen Song, das heißt Grüner wird's nicht. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Viel Spaß. Dead or Alive heißt mein Text. Meine Damen, meine Herren, lassen Sie mich kurz erklären, worum es heute Abend geht. Das hier ist nicht ein normaler, das hier ist nur ein brutaler, dichter Überlebenskampf. Evolution des Lärmböden schlachten wir, haben etwas für Sie ausgedacht. Ultimativer Nervenkitzel, wir nennen es Dead or Alive, die Überlebensschlacht. Ihr wollt gefühlvolle Poeten oder den kurzen Penis? Den routiniert, relaxten Unterhalter oder Anfängerblut, das heute spritzt. Wir haben alles da für Sie, die beste Slammerware auf dieser Bühne präsentiert. Nein, sowas gibt es nicht bei YouTube. Das hier ist live, brutal und unzensiert. Im Backstage hört man leises Blätter zittern. Nervöse Füße traben auf und ab. Es geht um mehr als Texte und Gedanken. Es geht um Leben oder Tod bei dieser Schlacht. Einer sitzt immer in der Ecke und probt den Text, den er schon 100 Mal auf Bühnen las, und doch bleibt immer mahnend die Angst im Hinterkopf, wie immer da, das was nicht klappt. Mein Hänger, oder schlimmer, die Zuschauer sind gnadenlos. Der Text muss witzig, mitreißend, authentisch, auswendig vorgetragen werden, bloß nur Amateure lesen noch von Blättern. Wenn du gewinnen willst, dann lern den Text. Und wenn man schon bei Slams mit, um zu lesen, die Einstellung ist so 2006. Man geht zum Siegen, Ellbogen, Bogen, Kampfpoesie statt Pazifismuslied. Denn Slam ist Krieg, Showbusiness, Baby. Selbst schuld, wer keine Handel kriegt. Der Wettbewerb ist nur für euch zur Show, damit ihr denkt, dass es um etwas geht. Dabei geht es um nichts, nur Platzierung. Und dass dein Name oben steht in einer Zeitung, die du niemals lesen, geschweige denn kaufen würdest. Aber hey, da steht dein Name und du hast gewonnen. Und der Erfolg wird sicher weitergehen. Vom Mund zu Mund, vom Hörensagen. Dann meldet sich vielleicht jemand bei dir, um dich zu buchen, da einzuladen. Große Ruhm gehört bei dir, dann stehst du da. Vor tausenden Menschen. One day, baby. Wie Julia Engelmann. Man kennt dich, man hört deine Texte. Bist berühmt, was niemand ändern kann. Denn wer dich kennt, der liebt dich oder hasst dich. Das ganze Land gespalten, kennst du schon. Sie hat so schöne Texte und die Message. Ich nehme jetzt Grapefruit gegen Depression. Denn grüner wird's nicht, oder ja gelber. Vor Neid vergeht die halbe Slammerschaft. Und jeder redet, schüttelt seinen Mist aus, weil es nicht nach oben schafft. Und ihr wollt mehr und mehr, wir liefern. Auf Abruf leicht gesüßte Emotionen. Kunstkrümmel für kunstgeile Konsumenten. Wir überschreiten heute den Rubikon. In einer Welt der lächelnden Gewinner. Wo niemand scheitert, weint oder verliert. Wo dein Profil durch Filter, Schleier, Nebel ein makelloses Leben präsentiert. Die Schulen wollen deine Bildung, aber nur das, was dich verwendbar macht. Ein bisschen lesen, bisschen rechnen, bloß nichts, was Leidenschaft entfacht. Literatur? Gedichte? Puh, Gott bewahre, wir kennen Goethe, Schiller und das war's. In knappen Lehrplanstunden hatten wir etwas Lyrik abgegrast und dann kam Slam. Und Slam wurde immer größer und immer mehr Zuschauer waren im Boot, im rauen Seegang einer sinkenden Gesellschaft, ein Leuchtturm, der die Rettung bot. Literatur, zugänglich, unterhaltsam, vielfältig und barrierefrei. In kleinen Kneipen, Schuppen und Baracken wuchs diese Blume auf Gedeih und auf Verderb, denn sie wurde immer größer. Das Unkraut spross und wand die Blüte ein. Der Dünne des Kommerz versprach mehr Wachstum. Und wer sagt heute schon zu Wachstum nein? Auf einmal standen Gagen auf dem Zettel, wo ehemals neun paar müde Mark die Fahrkosten beglichen und verglichen. Mit früher roch es plötzlich stark nach Konkurrenzen großen Backstage-Räumen. Es stand mehr auf dem Spiel als nur Applaus. Das Brot des Künstlers wurde nur ein Festmahl. Das große Festen strahlten Sender aus. Im Fernsehen saßen dann Juroren. Es kam Shows mit großem Werbegeld. Und Dieter Bohlen urteilte verwegen, wer seiner Meinung nach die Zähne hält. Ein bisschen rein, ein bisschen Message, bisschen Musik zum Abgang. Kennst du schon? Er hat so schöne Texte. Und die Message. Ich nehme jetzt Gurken für die Defloration.
Denn grüner wird's nicht, oder eher schwärzer. Ein mancher Slam brachte rote Zahlen ein, die breite Masse wurde immer schmaler und die Gewinne wurden plötzlich klein. Da musste man was tun. Das ging nicht. Dead or Alive kam auf den Plan. Ein Slam, bei dem der Letzte umgebracht wird. Muss doch was keinen stören kann. In Libyen floriert der Menschenhandel. Im Mittelmeer sind täglich Boot um Boot wie Seenfeld. Das ist nicht unsere Sorge, nicht unser Bier und auch nicht unser Brot. Da ist doch nicht schlimm, wenn schlechte Dichter auf Bühnen ihren Puls verlieren. Die leisten eh nichts für die sinkende Gesellschaft, so lässt sie durch Ignoranz krepieren. Sie haben alle dankend angenommen. Die Miete zahlt sich halt nicht von allein. Und außerdem sind Künstler tot viel mehr wert. Ableben kann karrierefördernd sein. Sie werden sagen, oh mein Gott, das geht nicht, das sind doch Menschen, wo bleibt die Moral? Sie haben recht, bei einem guten Slammer kommt die Moral zum Schluss, wie jedes Mal. In einer Welt der lächelnden Gewinner, wo niemand scheitert, weint oder verliert, wo dein Profil durch Filterschleier, Nebel ein makelloses Leben präsentiert, sind Werte, Waren, Menschen, Zahlen, die Noten, die sie damals gaben, sind tief in Köpfe eingedrungen und auch bis heute nicht verschwunden. Doch das ist Kunst. Und kein Produkt. Das hier ist meine letzte Luft. Das hier ist Leidenschaft und Druck. Der Diamanten formt, ich spuck auf jede hehre Konvention und bleibe bis zum letzten Ton den Worten treu, der Poesie, auch wenn er richtet über sie, sind Punkte nicht mein Lohn dafür. Applaus nicht meine Werte. Ich bin nicht besser, wenn ich siege. Ich bin nicht schlechter, wenn der andere gewinnt. Ich schreibe nur Gedichte, um mich selber zu vergessen. Und auf dass meine Flamme nicht verglimmt. Dass jemand sie an diesem Abend mit sich nach Hause nimmt, der sie in etwas wärmt. Mehr will ich nicht. Ich will mich nicht mehr messen, weil dieser des Messens keine Sieger kennt.